Olaf Scholz ist angekommen in Peking. Und wenn wir jetzt so ein paar Wochen zurückdenken, da war Olaf Scholz in seiner Wortwahl immer relativ offen zugewandt. Wenn wir jetzt ein paar Tage zurückdenken, da klang das auf einmal so ein bisschen anders. Ein Gastbeitrag, wo er einen neuen Kurs ankündigt, im Kanzleramt spricht man auf einmal von einem Sondierungsbesuch. Ist das so ein ganz klein bisschen Zurückrudern in Anbetracht der großen Kritik, die mit diesem Besuch einhergeht? Nein, ich glaube nicht ein Zurückrudern. Das ist die Erkenntnis, dass die Situation sich ja auf der Welt seit Beginn des Ukraine-Krieges doch heftig verändert hat. Immerhin ist Olaf Scholz der erste wirklich wichtige Politiker, der nach dem Parteitag der chinesischen Kommunistischen Partei, in der sich ja Xi Jinping seine Amtszeit hat noch einmal verlängern lassen, auch über den Brauch und eigentlich die Gesetze in China hinaus. Er hat ohnehin eine andere Politik. Er stellt wieder die Parteipolitik stärker in den Vordergrund. Er stellt China mehr in den Vordergrund. Aber er hat natürlich auch erkannt und er weiß, dass der Wohlstand in China, der sich ja über die Jahre doch sehr stark entwickelt hat, dass der von den Beziehungen zu anderen Ländern abhängt. Und nun hat er sich ja zu Beginn des Ukraine-Krieges sehr deutlich, geradezu demonstrativ, auf die Seite von Putin gestellt, auf die Seite von Russland gestellt. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass man es hier plötzlich wieder mit einer Verbindung zu tun hat zwischen der alten Sowjetunion, was Russland natürlich nicht mehr ist, und dem chinesischen Russland, was eben im Vergleich zur Vergangenheit die große Veränderung hat, dass China ein sehr reiches und mächtiges Land geworden ist. Und dass der erste Besuch eines ausländischen Staatschefs wenige Tage nach diesem Parteitag jetzt nun ausgerechnet Scholz ist, zeigt, dass die Chinesen vielleicht auch den Eindruck haben, sie wollen die Spannung ein Stück auflösen. Welchen Einfluss kann denn Olaf Scholz als Bundeskanzler überhaupt nehmen im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine? China vermeidet ein bisschen die Distanzierung von Russland, ist aber auch darauf angewiesen, weiter mit der westlichen Welt in Kontakt zu sein, Handel zu betreiben. Was hat also Scholz für Möglichkeiten, da irgendwie mäßigend jetzt einzuwirken auf Xi Jinping? Ich glaube nicht, dass er wirklich Möglichkeiten hat, mäßigend einzugreifen. Aber er kann signalisieren, dass man mit ihm redet, dass man mit Xi redet, dass man jetzt nicht China und Russland sozusagen als ein drohendes militärisches Paket, einen drohenden militärischen Pakt sieht, und versuchen, Xi Jinping ein paar Signale in die Richtung zu geben, dass es auch für ihn nicht besonders gut ist, wenn er sich in diese Front mit einreiht. Und es hat in der letzten Zeit ja auch schon durchaus Bemerkungen von Xi Jinping gegeben, indem er sich, na, ich will nicht sagen distanziert hat, aber darüber gesprochen hat, welche Fragen, welche Probleme durch den Krieg nun aufgetaucht sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass man ihn nicht mit dem Genossen Putin allein lässt. Und vielleicht ist er ja auch der Einzige, der in der Tat Einfluss nehmen kann. Aber wichtig sind natürlich auch die Partikularinteressen, die China an Deutschland hat und die wir an China haben. Wenn Sie sich entsinnen an die Diskussion vor wenigen Tagen, ob sich China mit ihrer Staatsreederei COSCO an einem Terminal, einem Hafenteil in Hamburg beteiligen kann, wie hoch die Aufregung darüber war und es dann gleich wieder so aussah, als würden wir uns von China vollständig abhängig machen. Das stimmt natürlich nicht und was etwas übrigens Frau Baerbock auch nicht gewusst hat, offenbar jedenfalls so getan hat, als wenn sie es nicht wüsste, das ist auch Beteiligung westlicher Schifffahrtslinien, westlicher Reedereien, und zwar gar nicht so wenig, an Abladeeinrichtungen, also Hafenportalen, Teilen in China, in chinesischen Häfen gibt. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man seine eigenen Interessen deutlich macht, auch unter den veränderten Bedingungen und dass man natürlich auch über Menschenrechte redet, aber man weiß, dass das für die Chinesen eigentlich, ich will mal sagen, am einen Ohr rein und am anderen wieder rausgeht. Und wenn wir die Politik nur noch von Moralität und Moralforderungen abhängig machen, dann ist sie sehr bald zu Ende, obwohl die natürlich wichtig sind.
Das heißt, das ist wahrscheinlich auch das, was man darunter verstehen kann, wenn es jetzt heißt, eine pragmatische Zusammenarbeit, die strebe man an. Das war jetzt auch ein erstes Statement ja aus Peking, wo die Wortwahl des Kanzlers aufgegriffen wurde. Das Eingeständnis, wir können eben einfach nicht nur mit den Ländern Handel treiben, Partnerschaften pflegen, mit denen wir zu 100% auf einer Linie sind, die gleichen Werte teilen. Naja, das ist aus chinesischer Sicht so, aber wenn man das aus deutscher Sicht betrachtet, erst recht. Also wenn wir unser Öl nur noch von Ländern beziehen würden, von denen wir glauben, dass sie unseren humanitären, politischen und demokratischen Vorstellungen entsprechen, dann gibt es viele Länder, von denen wir Öl beziehen, mit denen wir nicht mehr zusammenarbeiten könnten. Zu glauben, dass wir in der fortgeschrittenen Welt als Industrieland autark sein können und alles, dann müssten wir zumindest mal anfangen, was weiß ich, unsere eigenen Gasvorräte durch Fracking aufzubrechen und uns nicht in der Energiezufuhr ständig von anderen Ländern abhängig zu machen oder glauben, dass wir mit Erneuerbaren das alles allein schaffen können. Das sind alles komplette Illusionen. Ich glaube, es ist wichtig, mal die eigene Interessenlage genauer in den Blick zu nehmen. Und dann muss man eben auch mit Ländern zusammenarbeiten, die nicht in jeder Hinsicht unseren Interessen und unseren politischen Vorstellungen entsprechen. Sonst wären wir selbst sehr schnell sehr einsam auf dieser Welt und müssten uns sehr warm anziehen. Stefan Aust, erst einmal vielen Dank für die Ausführungen aus Hamburg zum aktuellen Besuch des Bundeskanzlers im chinesischen Peking. Ja. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.